Hallo, hier ist Katja Brandes. Bei Lesungen werde ich oft nach meinen Tieren gefragt. Deshalb stelle ich euch heute meine drei Katzen vor. Das hier sind von links nach rechts Lissy, Zondi und Leon beim Frühstück. Lissy ist ziemlich verfressen und immer als Erste da. Leon dagegen ist ein schlechter Esser und pennt im Zweifelsfall lieber weiter als zu frühstücken. Zondi mampft ganz entspannt nicht nur ihr eigenes Futter, sondern auch alles, was die anderen übrig lassen. Jetzt kann ich euch den Leon vorstellen. Er ist unser flauschigster Kater und hat das lauteste Schnurren. Und er kommt jetzt mal in die Kamera. So, genau, hat nämlich ganz tolle gelbe Augen. Ja, früher war er ganz schüchtern und heute ist er aber total verschmust und liebt es, durchgeknuddelt zu werden. Und wenn bei uns ein Praktikant kommt, dann wird er auch sofort einer Flauschattacke unterzogen. Und ich muss ihn täglich bürsten, damit er hübsch aussieht. Und da geht ganz schön was an Fell ab. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Moment, ein bisschen geht noch was. So, und da hätten wir ein bisschen Leonwolle. Man könnte eigentlich einen Pullover draus stricken, aber das ist mir doch zu anstrengend, weil ich auch gar nicht stricken kann. Aber es macht Spaß, trotzdem Leon zu knuddeln. Und er ist bei jedem Fernsehabend natürlich auch mit dabei. Und richtig mutig ist er nicht und ein guter Kämpfer ist er auch nicht so wirklich. Er hat zum Beispiel schon mal einen Kampf gegen eine Maus verloren. Das habe ich also auch in Woodwalkers eingebaut später, aber das macht nichts. Wir haben Leon und seinen Zwillingsbruder Chili vor ein paar Jahren aus dem Tierheim geholt. Die beiden waren nicht nur Brüder, sondern auch beste Freunde und haben zusammen gechillt und die Welt erkundet. Chili war der Mutige, Leon der Schüchterne. Leider ist Chili eines Tages nicht mehr heimgekommen, wahrscheinlich überfahren worden, und Leon hat lange um ihn getrauert. Tagsüber hängen die Katzen gern in meinem Arbeitszimmer rum. Das ist warm, da ist Musik, da ist immer was los. Jetzt sagen wir mal Hallo zu Lissy. Sie ist total verschmust und das war ihr Pech, denn ihre ersten 3 Jahre hat sie bei einem Mann verbracht, der nie da war und keine Zeit für sie hatte, in einer kleinen Wohnung, aus der sie nicht raus durfte. Das war für sie ganz furchtbar und irgendwann hat sie begonnen, sich am Nacken aufzukratzen. Nachdem wir sie aus dem Tierheim geholt hatten, musste sie bei uns erstmal ein T-Shirt tragen, bis sie aufhört, sich selbst zu verletzen. Aber das hat zum Glück bald aufgehört, nachdem sie bei uns raus durfte. Zum ersten Mal konnte sie sich im Gras wälzen, auf Bäume klettern und Mäuse fangen. Sie ist unsere beste Jägerin. Einmal hat sie sogar eine Ratte erlegt, die sich wohl am Komposthaufen bedient hatte. Zondi hat selbst entschieden, dass sie zu uns kommen will. Da war sie erst ein paar Monate alt. Eines Tages war mein Mann auf der S-Bahn-Station Langwied bei München und dort hing sie auf dem Bahnsteig herum. Anscheinend war sie ausgesetzt worden und das bei minus 15 Grad. Weil Christian sie gestreichelt hat, ist sie ihm durch tiefen Schnee nachgelaufen, bis er sie schließlich mitgenommen hat. Wir haben sie erstmal bei uns in den Keller getan, damit sie, falls sie krank ist, unsere andere Katzen nicht ansteckt. Zondi hat gleich gezeigt, dass sie ganz schön schlau ist. Sie hat sich nämlich selbst die Kellertür geöffnet, als sie raus wollte. Weil wir nicht rausfinden konnten, wem sie gehört, haben wir sie einfach behalten und seither ist sie unsere klügste Katze. Ich habe die Vermutung, dass Zondi ein Woodwalker ist, weil sie mal versucht hat, meinen Computer anzuschalten und sich auch sonst für alles interessiert, was die Menschen machen. Andererseits, wenn sie ein Woodwalker wäre, würde sie dann aus dem Klo trinken, wenn sie Durst hat und sie jetzt so weit ist bis zum nächsten Wasserschälchen? Jetzt ein kleines Quiz. Eine unserer Katzen spielt total gern Deckengespenst, was man als Mensch nur mitspielen sollte, wenn man keine Angst vor scharfen Krallen hat. Welche Katze meint ihr, könnte das sein? Leon, Lissy oder Zondi? Und voilà, es ist Zondi! Wozu braucht man als Schriftstellerin Katzen? Nicht nur, um schnurrige Gesellschaft zu haben, sondern auch, um von ihnen das Chillen zu lernen. Auch wenn ich mich dazu nicht in meine Ablage lege, sondern auf meine Couch. Macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Film.